Herzlich willkommen zum nächsten Einheiten unter der Lupe. Diesmal mit dabei haben wir Yoda, der Meister und Großmeister des Jedi-Orden, ein neuer Commander für die Republik. Und was für einer auch. Da können wir uns wirklich auf was freuen. Ich freue mich jetzt, mit euch die Einheitenkarte hier ein bisschen durchzugehen. Wir werden einige Parallelen sehen zu einem schon bekannten Charakter. Den Palpatine kann ich ja schon mal spoilern. Und dann schauen wir ihn uns doch gleich einfach mal genauer an mit der Einheitenkarte. Gut, der gute Yoda sieht erst einmal wie man es erwartet. Also das Profil ist ungefähr so, wie man es erwartet. Ich habe ja gesagt, man vergleicht ihn ganz gerne und ganz gut mit dem Imperator Palpatine und ungefähr so kommt auch sein Profil daher. Der gute Yoda ist, wie gesagt, ein Commander für die Republik. Viele haben ihn natürlich auch gewünscht, sage ich mal, oder gehofft, dass er vielleicht auch für die Rebellen irgendwie spielbar sein wird, weil ja auch gerade die Wookies ja so duale Fraktion halt sind. Nee, für die Rebellen. Er war ja die meiste Zeit im Exil. Ich kann komplett verstehen, dass er nur für die Republik hier rauskommt. Also ist für mich auf jeden Fall okay. Und er hat schon sehr besondere Fähigkeiten, sage ich mal einfach. Die wollen. Es ist gut, dass es bei der Republik, sage ich mal, so ist. Gucken wir uns das Ganze hier aber mal genauer an. Und wie gesagt, ich werde die Parallelen zum Imperator Palpatine bestimmt öfters immer mal ziehen. Einfach weil die auch von der Art, wie sie funktionieren, auf der einen Seite sehr ähnlich sind, auf der anderen Seite dann doch wieder komplett anders. Das ist ganz, ganz verschwand. Also gut, der gute Mann, oder ja, der gute kostet 200 Punkte, hat 5 Lebenspunkte mit einem Moral 4 und einem roten Verteidigungswürfel mit offensivem Crit-Convert und defensiven, ja, Verteidigungskonvert. Das ist erstmal quasi sein Profil, das ist identisch zu dem zum Imperator Palpatine quasi. 5 Lebenspunkte mit dem 3 plus Safe und Moral 4. Sehr, sehr solide, kann man halt quasi sagen. Moral 4 Bubble heißt halt auch im Endeffekt, ja, solange der gute Yoda steht, wird nichts, was in seiner Reichweite ist, paniken. Weil da braucht man mindestens 8 Suppression Tokens und dann darf man keinen davon wegwürfeln, dass etwas panikt. Das ist schon relativ schwierig zu erreichen und auch dann auch noch ganz schön unwahrscheinlich, dass das dann passiert. Dann haben wir natürlich auch nur eine Bewegungsgeschwindigkeit von 1. Wir sehen hier an dem Modell, wir haben einmal halt dieses Modell, was sich an seinem Stock ein bisschen abstützt, sage ich mal so. Ja, der Yoda ist halt nicht immer schnell, ne? Wenn man sich an die Filme halt so erinnert, da war er halt nicht immer der schnellste Kollege, wenn er möchte. Er kann halt schnell sein. Das sehen wir quasi in dem Modell hier neben, wo er diese springende Pose hat und dann quasi in diesen ja total verrückten, springenden, hüpfenden, sich selber rollenden etwas halt wird und dann halt ziemlich doll halt mit zuschlagen kann. Also das ist sehr interessant, dass er quasi diese zwei Formen hat, in die er agieren kann. Und wenn wir die Command-Card uns angucken, dann ist das sogar halt auch ganz, ganz gut hier bei Star Wars Legion eingefangen. Gut, dann hat er dazu Yodas Lichtschwert mit 4 roten Würfeln, Wucht 2 und Durchschlagen 2. Ja, das ist okay, sage ich mal. Das ist aber wirklich. Ja, was, okay ist auch schon das falsche Wort. Das ist schon. Also, ganz schön überraschend, ein Jedi mit einem Lichtschwert, was nur 4 Würfel hat, klingt auf den ersten Blick relativ schwach, muss man sagen. Wir werden noch dazu kommen gleich, wenn wir auch die Karte uns angucken. Das ist gar nicht so schwach, dann im Endeffekt, wenn er die Fähigkeiten berücksichtigt. Aber erst einmal mit 4 Würfeln heißt ja auch, dass man halt nur 4 Modelle rausnehmen kann. Das reicht halt auf keinen vollen Trupp im Spiel rauszunehmen, außer du hast ja kein Upgrade im Trupp. Also das ist halt schon erstmal ein bisschen bedenklich, wenn man halt den Guten hier halt so sieht, dass also 4 Würfel im Nahkampf ist einfach nicht viel. Das ist nicht super viel Offensivpotenzial auf den ersten Blick. Dann haben wir zusätzlich aber noch einen Fernkampfangriff auf Reichweite 1 bis 2 mit 4 schwarzen Würfeln, Blast, also ignorieren wir damit sogar komplett Deckung,
und auch noch Suppressive. Das heißt, wenn wir angreifen, kriegt der Gegner ein Suppression. Wenn wir treffen, quasi zwei Suppression. Das ist okay. Das ist, sage ich mal, ganz nett zu haben, um halt auch auf Reichweite 2 ein bisschen was machen zu können. Ich meine, ohne Pierce oder sonstig irgendwelche richtig verrückten Fähigkeiten. Klar, Blasen natürlich ganz gut. Sollte man jetzt aber auch nicht zu viel Schaden von der Force Wave erwarten. Ich denke, wenn der Yoda Schaden machen möchte, dann würde es doch größtenteils mit seinem Lichtschwert sein. Ja, dann haben wir dazu drei Machtfähigkeiten, die der Gute ausrüsten kann. Also drei Machtslots, was natürlich sehr, sehr gut ist. Genauso wie gesagt, wie der Imperator Palpatine es halt auch hat. Und einen Command-Slot. Auch hier ganz, ganz typisch und äquivalent zum Imperator Palpatine. Drei Machtslots ist natürlich nicht unerwartet. Ne? Es ist ja immerhin der Großmeister des Jedi-Ordens, dieser Yoda hier. Und diese Machtslots, die nutzt man einfach gerne. Ist man ganz ehrlich, also mehr Machtslots haben ist immer sehr, sehr gut. Es gibt sehr, 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 sehr starke Machtfähigkeiten. Und deswegen, also allein dafür nimmt man die Jedis halt mit. Das sind halt besondere Karten, mit denen kann man verrückte Dinge tun. Und ja, also da hat man gerne Restslots von. Der Command Slot natürlich auch immer ein beliebter Slot. Aggressive Taktiken, Wachsamkeit, strikte Befehle, alles gute Karten, die man auch beim Yoda mitnehmen kann. Dann gucken wir uns mal die Fähigkeiten an, die er sonst noch so mit sich einherbringt. Er ist Meister der Macht 2, das heißt, am Ende seiner Aktivierung kann ich bis zu zwei seiner Machtkarten enttappen, die ich getappt habe. Meister der Macht 2 ist das Höchste, was wir jetzt halt mit haben, mit Count Dooku und dem Imperator. Gibt es also noch gar nicht so viele andere Machtnutzer, die Meister der Macht 2 haben. Also ist gut zu haben, die beiden Sachen zu enttappen. Mit drei Machtslots hat man halt auch selten oder eher seltener alle drei Machtfähigkeiten gleichzeitig getappt, sodass man da schon noch oft genug flexibel ist und ja, die dann halt die quasi immer seine Machtfähigkeit nutzen kann. Ne? Also klar, wenn man mal alle drei nutzt, dann kann man nur zwei enttappen, aber mit Meister Macht 2 kommt man schon ganz gut zurecht. Er ist natürlich wie alle anderen Lichtschwertträger mit Machtsensitiv, mit Machtgedöns, also außer Grievous, hat er Immun-Pierce. Das heißt, Pierce kann nicht gegen ihn genutzt werden. Damit hat er den besten Safe des Spiels die ganze Zeit, dass er halt diesen 3 plus Safe halt hat, ne, der nicht mit Durchschlagen negiert werden kann. Macht ihn natürlich schon um einiges tougher. Klar, er hat halt nur diese 5 Lebenspunkte. Aber ja, wenn da das Safe halt mal ein bisschen hält, da irgendwie Guardian daneben ist oder irgendwie ein Medic noch in der Nähe steht, dann sind diese 5 Lebenspunkte vielleicht doch manchmal ein bisschen tougher, als man meinen möchte mit dem guten Safe. Nichtsdestotrotz kann auch bei so einem teuren Modell und nur 5 Lebenspunkten es immer sehr, sehr leicht heißen. Oh, habe ich mal hier gerade von meinen 4 Würfeln 3 Blanks hingelegt. Dass du dann doppelt und dreifach weh, muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Dann ist der gute Yoda auch natürlich ein geübter Lichtschwertkämpfer und hat eine Meisterschaft erlangt in einem der Lichtschwertstile und zwar im Ataru-Meisterschafts-Lichtschwertkampfstil. Diese Meisterschaft besagt, man kann während seiner Aktivierung bis zu zwei Attackenaktionen durchführen. Es ist sehr, sehr besonders, weil es quasi keine andere Figur im Spiel gibt, die bis auf Luke Skywalker mit, ja, mit seiner Command-Karte oder irgendwelchen verrückten Sachen wie Gunslinger oder sowas gibt es halt sonst keine anderen Sachen, die einen erlauben, einfach so zusätzliche Angriffe während seiner Aktivierung zu machen. Ja, das sind aber Attackenaktionen, das sind jetzt keine per se jetzt erstmal keine freien Angriffe und so, er müsste seine Aktionen opfern, um anzugreifen. Na, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise im Nahkampf mit einem Trupp oder einer anderen, irgendeiner Einheit halt stehe, ne, zu Beginn meiner Aktivierung kann ich sagen, okay, ich schlage jetzt einfach einmal zu, dann schlägt die Einheit noch und dann schlage ich nochmal zu. Na, das sind dann meine beiden Aktionen quasi gewesen für die Runde, habe ich zweimal zugeschlagen und
habe dann statt meinen nur 4 roten Würfeln quasi in Anführungszeichen 8 rote Würfel auf den Feind gehauen. Und ich sag mal, 8 rote Würfel mit dann im Endeffekt 2x2 PS2, also im Endeffekt PS4. Ah, im Endeffekt, also ihr wisst, was ich meine. Das ist schon, das hört sich schon nach einer ganz anderen Hausnummer an, als jetzt nur diese 4 roten Würfel, die auf seiner Einheitenkarte stehen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und das ist ja, wir hören ja gar nicht auf, die Meisterschaft hat noch mehr obendrauf an Effekten, nachdem man eine dieser, also nachdem man einfach eine Attackenaktion, egal ob jetzt Nahkampf- oder Fernkampfangriff, kriegt man einen Ausweichmarker. Ausweichmarker sind immer gut auf Jedi, klar. Man braucht diesen Ausweichmarker jetzt nicht wie bei anderen Dingen, um jetzt sich den besseren Safe zu holen, wie man sonst kennt von den meisten Jedis, die halt dann Deflect haben. Bei Yoda ist das ein ganz kleines bisschen anders. Aber mit Ausweichtokens kann man halt immer noch Treffer negieren. Und alleine dafür wäre schon super zu haben. Zusätzlich, wenn man verteidigt, kriegt man einen Zieltoken. Also angreifen, Dodge-Token, verteidigen, Zieltoken. Ganz witzige, durchdachte Mechanik. Der Zieltoken ist jetzt natürlich weniger nützlich, sage ich mal. Ich meine, im Nahkampf waren 4 rote Würfel, der Fernkampf 4 schwarze, da ist es mal ganz nett, einen Zielmarker zu haben. Aber der Fernkampf ist ja nicht das Haupt, das Haupt ausschlaggebende hier beim guten Yoda. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, man möchte, auch wenn das ein in Anführungszeichen doch relativ toughes Modell ist, möchte man halt nicht, dass dieses Modell viel attackiert wird, ne? Weil jeder Lebenspunkt, den man durch irgendeine Attacke verliert, der tut einfach richtig, richtig weh. Und deswegen möchte man jetzt auch nicht sich angreifen lassen, um irgendwelche Aim-Tokens zu stacken. Das möchte man auf keinen Fall. Aber es ist ein netter Bonus, sage ich mal einfach. Ich denke, das Angreifen mit Dodge-Token, das ist halt echt, echt cool. Das Verteidigen mit Zielmarker, das kommt vielleicht auch ein paar Mal, aber sollte nicht ganz so oft von Belang sein, sage ich mal. Ne? Zusätzlich, und wir sind immer noch nicht fertig, ne? Und jetzt zusätzlich, wenn man halt gegen eine Fernkampfangriff verteidigt, wenn man einen Dodge-Token dabei ausgibt, kriegt der Angreifer eine Wunde für jedes Machtsymbol, was gewürfelt wurde. Das ist jetzt quasi das klassische Deflect in Anführungszeichen oder Ablenken auf Deutsch. Nur der einzige Unterschied ist, dass man halt quasi nicht den Dodge-Token ausgeben muss, um überhaupt den guten Safe zu kriegen. Diesen Convert hat man von Anfang an bei Yoda. Aber wenn man den Ausweichmarker ausgibt, während man das tut, kann man halt Treffer zurückschmeißen. Was ja ganz nett ist. Also, ich weiß nicht, wie es euch da halt immer geht, aber ich habe halt immer richtig, richtig Schiss mit einer teuren Einheit auf einen Machtnutzer zu treffen, während der einen Ausweichmarker hat. Ne? So unwahrscheinlich das so ist, aber wenn jetzt meine komische Phase 2 Klone jetzt halt einfach mal auf so einen Lichtschwert-Nutzer halt schießen, dann halt ein paar Treffer hinlegen, aber der dann auf einmal 3-4 Searches würfelt, was, ja doch, klar, das ist nicht realistisch, aber das kann halt mal passieren. Und dann gehen da auf einmal 3 Klone, obwohl die gerade, das ist sehr, sehr frustriert und möchte man einfach halt nicht haben. Ist ganz, ganz ehrlich. Gut, das war die Lichtschwert-Meisterschaft. Ganz, ganz verrückt, wie gesagt. sehr, sehr cool und thematisch, ne? Muss man ganz klar sagen. Dann hat er noch eine Fähigkeit ähnlich wieder, jetzt wie beim Imperator Palpatine, und zwar hat er nicht das Fädenziehen, so wie der Imperator es hat, sondern halt die Guidance, also die Führung im Endeffekt. Man kann eine befreundete Einheit, Troopler-Einheit, ganz wichtig, in Reichweite 1 bis 2 wählen. Also Sichtlinie ist dafür nicht wichtig, sondern muss nur in Reichweite 1 bis 2 sein. Und diese Einheit kann eine freie Nicht-Angriffsaktion machen. Ganz wichtig, kann halt keine Angriffsaktion sein, aber quasi alles andere, was man sich vorstellen kann. Ne? Sei es eine Bewegungsaktion, sei es eine banale Ziel-Ausweichaktion, sei es eine Erholen-Aktion, sei es ein Standby-Marker. Ne? Also alles, oder Ahnung, sei es halt Vaporator tappen, Kiste aufnehmen. Sucht euch eine Aktion aus, die keine Angriffsaktion ist. Kann man alles Mögliche machen. Das ist schon ziemlich, ziemlich verrückt. Ganz, ganz ehrlich, das ist wirklich, wirklich verrückt.
Und was man da halt bedenken muss, sollte man halt diese Einheit, ob die mal halt irgendwelche Fähigkeiten haben, wie jetzt ruhige Hand oder Sturmangriff oder Relentless, also unerbittlich, dann triggert sowas, die nach einem Move triggern, triggert auch noch bei diesem Guidance-Move und dann könnten die auf einmal angreifen, ne? Sei es jetzt Nahkampf oder Fernkampf oder whatever. Ne? Das funktioniert alles mit dieser Fähigkeit. Und ja, ne, wie gesagt, der Palpatine kann halt ja nur bewegen oder halt angreifen und hier kann man quasi alles außer angreifen, aber wie gesagt, das lässt sich teilweise auch ein bisschen kombinieren, dass halt jetzt, wenn man einen Move macht oder so, dann sich das mittriggert. Also ganz, ganz super interessant, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft man das nutzen wird, aber ich denke, wenn man das nutzen wird, dann wird das einen ziemlich großen Effekt aufs Spiel haben, muss man einfach sagen. Ne? Sei es, dass man irgendwie eine Geiseleinheit sich nochmal extra bewegen lässt, sei es, dass man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in die Mitte hopsen lässt und dann die Kiste aufnimmt und mit Yoda den Kistenträger nochmal einen extra Move machen lassen tut. So, da gibt es schon bestimmt viele Kombinationsmöglichkeiten, an die man als erste Mal halt gar nicht so denkt. Wir sehen aber, uns fällt halt direkt auf, er hat jetzt von Haus aus keinen Jump oder kein Charge, Relentless oder irgendwas anderes Verrücktes, was man vielleicht von einem klassischen Lichtschwertkämpfer erwarten würde. Aber wir haben seine Command-Karten und die sollten wir uns wirklich mal angucken. Ja, das sollten wir. Fangen wir an mit der Dreier-Pip. Luminous Beings are we. Ich habe es natürlich nur auf Englisch und Yoda-Sprache ist halt immer noch Yoda-Sprache, aber kriegen die ähnlich wie zur Dreier-Pip von Palpatine. Also wir sehen hier wieder ein paar Parallelen. Gibt die an jede Einheit, die in Befehlsreichweite sind, zu Yoda, einen Befehl. Das alleine, also das ist ja im Endeffekt die Dreier-Pip vom guten Palpatine. Mehr macht die nicht. Und es ist trotzdem, würde ich sagen, jetzt nicht mehr die beste Command-Karte, aber eine sehr, sehr gute Command-Karte in einer Fraktion, in der offene Befehle so wichtig sind, weil die halt entweder irgendwelche Feuerunterstützung damit geben können, weil die dadurch irgendwelche Surge-Tokens generieren können durch aggressive Taktiken. Whatever, ne? Das ist alleine das ist schon sehr, sehr stark. Und wir hören halt nicht einmal damit auf. Na, dann hat die Karte den Effekt, Yoda-Krieg zwei Zielmarker, zwei Ausweichmarker und zwei Search-Tokens. Das ist nicht irgendwie, wenn er dran ist oder sowas, nein. Einfach man spielt diese Karte und kriegt diese sechs Tokens. Das alleine ist erstmal, okay, so viele Tokens auf einem Jedi, verrückt. Na? Dann kommt eine Einschränkung, er kann diese Runde nicht angreifen. Okay, ja gut. Das heißt, möchte er eine frühe Runde spielen, weil irgendwann kommt der Yoda vielleicht ja in Nahkampf und dann möchte man es vielleicht lieber spielen. Freundliche Einheiten in Reichweite 1 bis 3 zum Yoda können seine grünen Token ausgeben, als wären es ihre eigenen im Endeffekt. Ein besseres Exemplar im Endeffekt. Exemplar geht ja nur in Reichweite 1 bis 2 und braucht Sichtlinie. Und hier sage ich einfach, hey, ich kriege zu Beginn der Runde Tokens. Diese könnt ihr nutzen, wie ihr Bock habt. Und zusätzlich alles an Tokens, was ich auch noch jetzt während meiner Aktivierung noch produziere, könnt ihr auch noch nutzen, diese Runde. Wieder so ein Standby-Token kann da manchmal vielleicht auch interessant sein, was, falls man dann irgendwie verrückt in den Nahkampf kommt und dann wird der Standby genutzt und so. Also Möglichkeiten gibt es für sowas halt immer, für solche Dinge. Und das ist einfach auch schon ziemlich klar. Man kann diese Runde nicht angreifen. Das ist natürlich wirklich eine Einschränkung. Das heißt, man möchte sie jetzt wahrscheinlich eher nicht in späteren Runden spielen, wo der Yoda inmitten der gegnerischen Armee steht. Aber sonst ist das schon ein ziemlich krasser Effekt. Dann lesen wir weiter. Ja, wir lesen noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. If size matters not. Also, ne? Wenn Größe hier nicht wichtig ist, das ist eine andere Command-Karte, kann ich schon mal sagen. Wenn die im Ablagestapel ist,
Nimm diese wieder auf die Hand. Und jetzt, nachdem man hier das gelesen hat, da fängt der Kopf an zu grübeln. Was? Moment, ich nehme abgelegte Command-Karten wieder auf die Hand. Das zieht sich hier durch alle seine drei Command-Karten. Das heißt, wenn man seine Command-Karten in der richtigen Reihenfolge immer ausspielt, dann macht man quasi so einen Zirkeldurchlauf mit allen seinen drei Command-Karten, die er hat, sodass man im Endeffekt diese drei Command-Karten über 6 Runden verteilt spielen kann. Hat man theoretisch kann man sich dann aus seinen drei Command-Karten, die nur Yoda gehören, 6 Yoda-Karten machen, in Anführungszeichen, und die dann alle 6 Runden spielen und man ist glücklich. Ziemlich verrückt, muss man sagen. Ziemlich, ziemlich verrückt. Also, ja, das ist wirklich jetzt was komplett Einzigartiges hier beim Yoda und alles gefällt mir schon. Das ist eine sehr, sehr interessante Idee. Ja, ist eine sehr, sehr interessante Idee, muss man ganz einfach sagen. Und es ist einfach gut. Na, ist einfach gut. Yoda starke Command-Karten, die möchte man gerne spielen. Also, warum sollte man es nicht nehmen? Als nächstes haben wir die Zweier-Pip. There is no try. Auch wieder cooles Artwork. Artwork und so haben FFG wirklich wieder alles ziemlich krass gemacht. Oder AMG, jetzt ja ganz neu. Also finde ich alles hübsch, gefällt mir, die Figuren gefallen mir, die Artworks gefallen und so. Guckt man sich echt gerne an. Muss man einfach zugeben. Ja. Die Karte geht quasi ganz klassisch an Yoda und eine Truppler-Einheit für eine Zweier-Pip ja relativ typisch. Jetzt wieder nicht ganz so wie beim Imperator, der bei der Zweier-Pip ja nur sich selber einen Befehl gibt. Hier, der Yoda ist auch so freundlich und gibt einer anderen Truppler-Einheit einen Befehl. Und jetzt geht es los, verrückt zu werden. Wenn Yoda einen Befehl zu einer Truppler-Einheit verteilt. Also ganz wichtig, kann jetzt nicht irgendwie anders zustande kommen, sondern es muss dadurch kommen, dass Yoda einen Befehl zu einer Truppler-Einheit verteilt. Dann kriegt diese Einheit Outmaneuver, also sie kann Crits dodgen, okay, und Relentless. Relentless, also ich glaube unerbitterlich heißt das auf Deutsch, also indem ich bewege, kann ich einen freien Angriff einen freien Fernkampfangriff oder einen freien Nahkampfangriff machen. Und zusätzlich, da kommt noch mehr, kriegen die Truppler-Einheiten einen Dodge-Token. Da man quasi Yoda einen Befehl gibt und halt einer anderen Einheit mit der Karte, kriegt einmal der Yoda dieses hier, also er kriegt Outmanöver, er kriegt Relentless und einen Dodge-Token, plus irgendeine andere Einheit, die man halt den Befehl gibt mit dieser Command-Karte, kriegt das halt auch. Das heißt, hey, wir haben endlich Klone, die Relentless haben. Das heißt, sie können sich entweder zweimal bewegen und schießen, weil die taktisch haben, damit zwei Zielmarker hinterher, oder können halt irgendwie mit einer Phase 2 nach vorne stürmen und aufräumen, weil die sich jetzt bewegen können und auf Reichweite 3 schießen können und so ganz verrückte Dinge halt und zweimal bewegen können, wenn sie wollten. Oder sie können sich bewegen, schießen, verpieseln. All solche verrückten Dinge gehen mit dieser Command-Karte, ne? Man muss halt sagen, und dieses Relentless, was sie halt hier kriegen, das geht halt für die ganze Runde, wo die Command-Karte halt aktiv ist, ne? Das heißt, sollte man dann halt irgendwie so eine Guidance-Geschichte machen, dann und auf die Einheit, die dann sich bewegen lassen, dann schießt die auch noch mal. Also, man kann halt eine Einheit auch in der Runde, eine ganz normale Truppeleinheit auch auf einmal so eine Art Double Tap halt machen. Ne? Also, die selber ist dran, macht Relentless, irgendwas und schießt ganz gut und alles ist cool. Und dann kommt der Yoda dran quasi in derselben Runde und macht dann nochmal Guidance auf die, lässt sich nochmal bewegen und dann schießt die Einheit einfach nochmal. Und zusätzlich kriegt man ja auch noch einen Dodge-Token. Ist der noch hier? My Ally is a Force, voll die coole Karte, Zweier-Pip, verteilt auch Dodge-Token jeweils. Ach, ich bin mit ganz, ganz vielen Dingen zufrieden bei Star Wars. Das ist ein super tolles System. Aber was halt
wirklich, wirklich mit am dollsten auffällt, der Command-Karten-Power-Creep, der ist einfach real. Also die Command-Karten werden immer verrückter, immer stärker und ja, also die zu balancen, das stelle ich mir echt schwerer vor irgendwann. Also man kann halt, glaube ich, da eher einen alles nochmal zurücksetzen, dass man da einen Neuanfang halt macht oder so. Aber ja, also Command-Karten sind offensichtlich ganz gut hier beim Yoda. Und es kommt ja noch eine Karte. Wir haben jetzt ja die 3er und 2er gesehen, natürlich gibt es auch noch eine 1er-Bib. Ach, ganz vergessen. Mit der 2er-Pip nehmen wir halt die 3er-Pip wieder auf die Hand. Ne? Also die 3er nimmt die 1er, die 2er die 3er und die 1er die 2er wieder auf die Hand. So ist das von der Reihenfolge. Und die 1er-Pip, Size Matters Not. Ganz klassisch als 1er-Pip gibt die halt nur sich selber einen Befehl. Also das kennt man ja quasi sehr selten, nur anders. Und Yoda kriegt wieder ganz, ganz viele lustige Dinge, die man sonst eigentlich nicht haben sollte, sagen wir mal so. Okay, Yoda kriegt Jump 1, Charge, Disengage. Und diese Runde behandelt er seine Maximum Speed als 3. Eieieiei. Yoda kriegt Jump, okay, ziemlich gut. Wie gesagt, man möchte ja ein bisschen Gelände ignorieren, möchte nicht verlangsamt werden und sowas, sagst Jump zu haben, sehr, sehr, sehr nützlich. Sturmangriff, okay, cool, das heißt, ich kann nahkämpfen, wenn ich irgendwo reingehe. Kriege Disengage. Heißt also, erster Move, irgendwo in einem Nahkampf zuschlagen, einen Dodge-Token dafür kassieren. Zweiter Move, irgendwo anders in dem Nahkampf, einen Dodge-Token kassieren dafür. Und da auch gut geschlagen haben und dann noch seinen Force-Push nutzen, um dann irgendwie was noch mit sich selber im Nahkampf zu ziehen, damit er geschützt ist. Ja, das klingt so richtig hart nach Spaß. Ja, klingt gut. Klingt gut, klingt gut. Ja. Dann zusätzlich hat die Karte natürlich noch ein paar Effekte. Während der Aktivierung kann Yoda jede seiner Kartenaktionen oder freien Aktionen oder Missionsaktionen, wo auch immer die Aktion halt herkriegt, zweimal machen statt nur einmal. Also Attackenaktion war ja in seiner Artori Mastery halt drin. Aber beispielsweise könnte ich zweimal Guidance machen, sollte es nötig sein, eine Einheit zweimal zu bewegen. Ich könnte, wenn ich an einem Vaporator dran stehe, zweimal reparieren, sabotieren, je nachdem, was ich machen muss. Was auch irgendwie witzig klingt. Ja, also man kann Force Push machen, sich erholen und wieder Force Push machen und ähnliches. Also da gibt es Optionen, die wollen mir wahrscheinlich gar nicht alle auf einmal schon einfallen. Also der Yoda, der hat wirklich ein paar Tricks an die Hand gekriegt, muss man einfach sagen. Also ich habe erst gedacht mit der Einheitenkarte hier und 200 Punkte, ui. Da muss schon wirklich was Ordentliches kommen, damit der groß spielbar wird. Und jetzt, ja, ich hab Bock auf Yoda. Das ist, glaube ich, richtig, richtig cool zu spielen, das Modell. Also, ja. Und was man auch noch sagen muss, der gute Yoda hat ja auch noch, was wir gar nicht, schon ein bisschen her ist, als wir es zuletzt so hatten, ein paar Macht-Upgrades mitgebracht. Zwei Stück, die komplett neu sind. Und auch die wollen wir natürlich einmal ganz, ganz fix besprechen das und einmal kurz sagen, was ich davon halte, sage ich mal. Die erste Karte davon ist nämlich der Burst of Speed. 3 Punkte nur. Ziemlich günstig, erstmal für eine Machtfähigkeit. Aber ist auf jeden Fall nur einmal nutzbar. Das sieht man durch den X auf der Karte. Ne? Was macht diese Karte denn? Also Burst of Speed, als erster, man hat den Namen gesehen, da sagt, Vader! Vader! Ihr werdet unbegeil gut. Es kann, kommt eine Speedkarte raus. Eure einzige Schwäche ist die Geschwindigkeit. Jetzt wird's behoben. Ah, bin ich persönlich nicht ganz von überzeugt. Ich denke, es ist ein Buff für einen Vader auf jeden Fall. Aber ich denke, besser oder öfters wird man es auf anderen Machtnutzern sehen, wie jetzt hier der Yoda wird es bestimmt sehr, sehr oft mitnehmen, weil ist einfach sehr, sehr gut bei ihm ist. Aber vielleicht auch eine Dooku oder eine Palpatine, so, da kann ich mir vorstellen, dass das da noch mitgenommen wird. Wie gesagt,
Man nutzt diese Karte zum Beginn seiner Aktivierungsrunde. Dann sagt man, okay, ich habe diese Runde lang einen Maximalspeed von 3 bis zum Ende der Runde. Also quasi genauso wie jetzt Yodas Einsäppel halt auch diesen Effekt halt hat. Ganz interessant ist ja natürlich auch, dass es bis zu Ende der Runde geht. Also wenn man einen Vader halt spielt, der halt Implacable diese Runde dann auch spielt, wo er diese Karte benutzt, dann ist der natürlich noch ein zweites Mal dran. Und dann würde er da immer noch einen Dreier-Speed-Move haben. Und dann am Ende der Runde, wie es halt hier steht, kriegt man einen Immobilize-Token, wenn man diese Karte benutzt hat. Ja, und hier fängt es halt an, da für den Vader ein bisschen schwierig zu werden. Klar, man kann jetzt halt hoffen, dass man ihn dann mit diesen dreimal Bewegungen halt irgendwo sinnvoll in den Nahkampf halt kriegt. Kann natürlich ganz gut sein, weil damit er echt auf einmal ganz schnell wird. Aber in der nächsten Runde dann halt einfach mit Speed 0 irgendwo drum rumzustehen und klar, man hat Vaders Might und sowas, um irgendwelche Sachen wieder zu sich reinzuholen. Aber wenn da halt irgendwie eine 12, 13 Aktivierungsliste steht, gegen die man spielt und man läuft früh mit so einem Vader irgendwo rein und so und dann frisst er halt auch einfach Schaden. Das macht halt einfach dann viel, 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 viel weniger Sinn da. Aber gut, dafür haben halt haben wir halt ganz, ganz viele andere Lichtschwertkämpfer oder Jedis und Siths, die sich sehr über dieses Upgrade freuen werden. Ne, habe ich schon ein paar aufgezählt und 3 Punkte ist echt verdammt günstig für sowas. Liegt bestimmt halt auch daran, dass halt ein einmaliges Upgrade ist und halt eine Downside hat. Aber, mein Gott. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt nicht. Sind wir ehrlich, der gerade der Commander Vader wird eher weniger kompetitiv gespielt. Und ich betrachte ja auch alles immer ein bisschen eher aus der kompetitiven Richtung. Und ich denke mal so, ja, das ist jetzt schon ganz cool auf einen Commander Vader, der aber auch nur 3 Force Slots hat und davon eigentlich auch jeder gebraucht wird. Wie gesagt, das ist ganz nett auf den, aber es ist jetzt nicht so, ja, das ist seine Stunde. Ab jetzt ist der Commander Vader hier Pflicht und geht durch alles durch. Ich glaube, das wird nicht ganz passieren, aber prinzipiell freue ich mich natürlich über neue Force-Upgrades, weil mehr Force-Upgrades, so umso schöner wird das Spiel, weil Machtnutzer einfach ein sehr cooler und wichtiger, schöner Teil des Spiels sind. So. Und das war es auch noch nicht. Wir haben noch eine Force-Power, über die ich mich auch, wie die ich auch sehr gerne sprechen möchte. Hey, eine nächste tolle Force-Power. Und zwar haben wir den Force-Lift. Ist jetzt keine Einmalnutzkarte, sondern ganz klassisch eine Tab-Karte. Ja, also kann man Meister Macht wiederholen für 5 Punkte. Teil 1 ist, wenn man den Machtnutzer, mit dem diese Karte halt einhergeht, aufstellt, dann darf man eine Barrikade, also diese klassischen Barrikaden aus den Core-Sets hinstellen. Also jetzt nicht irgendwie eine andere selbstgemachte Barrikade, die man halt diese Terrain-Kategorie Barrikade geht. Das geht ziemlich sicher wie bei Fortified Positions, geht es um diese Grundboxen-Barrikaden. Die kann man dann halt quasi einfach hinstellen, innerhalb von Reichweite 1 von seinem Lichtschwertkämpfer. Dann kann man dann halt als freie Aktion und dann halt diese Karte tappen, eine Barrikade, das muss jetzt nicht die Barrikade sein, die man hingestellt hat, sondern es kann auch irgendeine andere, wie gesagt, dieser Grundbox-Barrikaden sein, und die einfach neu aufstellen, innerhalb von Reichweite 1 und Höhe 1 von ihrer derzeitigen Position. Ach, das klingt natürlich erst einmal gar nicht so total berauschend oder jetzt wichtig oder so. Ich meine, hier eine mobile, schwere Deckung und sowas ist nett. Ich denke, Klone freuen sich natürlich auch gerade drüber und auch Wookies freuen sich super über eine mobile, schwere Deckung, weil schwere Deckung rettet denen das Leben. Aber ich bin ganz ehrlich, Gelände verschieben, auch wenn es hier jetzt nur eine dullige Barrikade ist, ist nie, also in meiner ganzen Tabletop-Erfahrung nie irgendwie auch nur eine Spielmechanik, die man im Spiel haben möchte.
Mir fallen jetzt gerade sofort halt schon ein paar Situationen ein, die halt einfach doof sind. Ne? Also, jetzt beispielsweise, ne? Ich bin mir fast sicher, es wird zwar nicht so kommen, aber stellt euch vor, wir haben eine Schlüsselposition, die eine Barrikade ist, die in der Mitte des Spielfelds steht. Ja. Ich glaube, dann wird diese Schlüsselposition durch den Force Lift mal einfach in meine Aufstellungsrunde bewegt, über ein paar Runden lang. Siehst du, das ist doch ganz nett. Oder ich wähle bei Payload eines der Objective, das Objective, wo mein Gegner hinfahren soll, eine Barrikade. Diese Barrikade kann ich einfach bewegen. Und es die Gegner damit 100-mal schwerer machen, quasi in Base-Kontakt mit dem Gelände zu kommen, weil ich kann es ja immer wieder umstellen und sowas, ne? Ja. Genau das ist es. Das ist verrückt. Ne? Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass, wie gesagt, das ist jetzt eine Mutmaßung, ich bin mir halt sicher, weil das einfach allein das halt echt keine schöne Interaktion wäre, dass halt irgendwann halt die Regel rauskommen wird, hier übrigens Barrikaden, die einen Objective-Token irgendwie an sich dran haben, können nicht mit Force Lift bewegt werden. Aus Balance-Gründen. Aber das wissen wir natürlich jetzt noch nicht und so würde mir das erstmal schon große Sorgen machen. Aber da gibt es ja noch ganz andere verrückte Möglichkeiten, die man alles mit sowas machen kann. Ne? Man kann Barrikaden so hinstellen, dass die Fahrzeugen in dem Weg stehen, einfach weil klar, Fahrzeuge können über Barrikaden in der Regel rüberfahren, aber wenn man die halt so in den Weg stellt, dass sie halt auf der Barrikade landen und dann können die halt nicht dort stabil drauf stehen, ohne die Barrikade umzuschmeißen, dann darf man die Fahrzeuge halt leider nicht legal platzieren dort und muss quasi vor der Barrikade oder neben der Barrikade oder whatever halt anhalten. Das heißt, mit geschickt platzierten Barrikaden kann man es einmal Fahrzeugen sehr, 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 sehr schwer machen, ja, vom A nach B zu kommen auf dem Spielfeld, weil da auf einmal überall im Weg so eine dumme Barrikade steht. Ne? Klar ist nur eine Barrikade, die man bewegen kann, aber vom Prinzip her, ne? Da muss man, denke ich, wirklich also ein Auge drauf haben. Und zusätzlich, ne, man kann ja auch diese Barrikaden nehmen und die irgendwie vor irgendwelchen Recover-Kisten halt so dahinstellen, dass der Gegner gar nicht so einfach an die Kisten da halt rankommt, weil da eine Barrikade im Weg steht. Ne? Oder die einfach so in den Weg schmeißen, dass der Gegner es schwieriger hat, in die Schlüsselposition zu kommen und ähnliches. Ne? Also die Möglichkeiten, die man mit so einem Force-Lift halt hat, die hören ja gar nicht auf. Ne? Ich weiß halt gar nicht, also ist natürlich alles ein bisschen Edge Case, sage ich mal. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich gespielt werden wird, weil die Machtslots sind natürlich alle sehr, sehr, sehr wertvoll, die man halt so hat. Und man möchte natürlich nicht die für etwas benutzen, was halt jetzt nicht immer einen guten Effekt hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, wo diese Machtkarte Spiele gewinnen kann. Gut. Fassen wir nochmal kurz, ganz kurz zusammen. Also Yoda. Was für ein verrücktes Modell. Also der kann einfach Dinge tun. Der macht auch einfach Dinge und der macht auch verrückte Jedi-Dinge. Mir gefällt er einfach cool vom Design halt so her. Ne? Seine Command-Karten mit den Recyceln und so der Command-Karten, das ist wirklich sehr, sehr einzigartig und gefällt mir total. Gut, die neuen Macht-Upgrades gefallen mir jetzt nicht zu 100%, aber gut, nehme ich auch halt mit und dann ist es einfach cool. Und kommen wir gleich daher. Und was ich fast noch mit am coolsten finde, in dieser coolen Yoda-Box ist nicht nur ein Yoda drin. Nein, wir kriegen auch eine Einheitenkarte von dem Chewbacca für die Klone. Gucken wir uns gleich einmal an. Hierbei kriegen wir jetzt kein eigenes Chewbacca-Modell für die Klone, sondern man muss quasi sich entweder aus der Wookiee-Box einen Chewbacca bauen, das ja quasi auch einen besonderer Wookie drin, den man mit Armbrust bauen kann. Also nimmt man halt den als Chewbacca, denke ich mal so. Aber man kann sich natürlich auch einfach den Rebellen-Chewbacca kaufen.
Oder man hat eh den Rebellen Chewbacca, sag ich mal, übrig, sag ich mal, und nimmt den dann für die Klone. Ne? Hier kriegt man dann, wie gesagt, eine eigene Einheitenkarte und eine eigene Command-Karte mit daher in dieser Box. Was ich ganz cool finde, klar, man hätte hier jetzt auch ein neues Chewie-Modell mit reinpacken können. Aber im Endeffekt, egal wie man es gemacht hätte, irgendwer hätte sich immer beschwert. Und ich mag die Möglichkeit so, wie es halt ist, dass wirklich viele Möglichkeiten für coole Dinge. Gut, gucken wir uns den Chewbacca hier doch mal gleich genau an mit Einheitenkarte. Und ja, gehen wir doch mal los. Im Endeffekt, also wir könnten hier jetzt den Rebellen Chewbacca daneben legen und ich sag mal 95% bleiben dasselbe. Da er kostet der Chewbacca für die Klone kostet auch 90 Punkte. Genauso wie die Agenten-Rebellen-Version, die kostet auch zurzeit 90 Punkte, hat auch zwei Trainingsslots und einen Gear-Slot. Ist hier jetzt natürlich für die Klone ein Commander. Ne, was ein, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, ein Buff ist oder was Negatives ist, weil die Klone halt echt wenig Platz haben im Command-Slot oder im Commander-Slot. Im Agenten-Slot würde man ihn wahrscheinlich einfacher unterbringen können als im Commander-Slot, aber gut, er ist halt ein Commander. Nehmen wir jetzt erstmal so hin. Er hat auch seine 9 Lebenspunkte, Moral 2, weißen Verteidigungswürfel mit Speed 2. Hat aber nicht, wie man es halt vom Rebellen Chewbacca kennt, er hat keinen Crit-Convert, sondern nur in Anführungszeichen einen Hit-Convert. Hat im Nahkampf seine vier roten Würfel mit tödlich 1 und natürlich seinen Bowcaster, wie man ihn auch kennt, mit zwei roten, zwei weißen. Wucht 1, Durchschlagen 1 und hier das neue Feature auch kritisch 1. Sorgt im Endeffekt dafür, dass es durchschnittlich quasi offensiv mit seinem Bowcaster genau dasselbe ist wie die Rebellenversion, wo man ja kritisch 1 hat und halt 1 seiner Search-Symbole, die mal Würfel halt in den Crit gedreht werden und nicht in den Hit. Kann natürlich aber halt in den seltenen Fällen, wo man halt mal mehr als ein Search-Symbol würfelt, ärgert man sich natürlich dann doch ein bisschen trotzdem, dass man da nicht den auch in den Crit drehen kann und dann noch besser durch Deckung durchgehen kann. Aber gut, prinzipiell haben wir schon sehr, sehr viele Crit-Maschinen im Spiel. Da muss nicht jeder so haben. Dann haben wir genauso wie die Rebellenversion von Chewbacca das Enrage 4. Sobald der gute Mann hier vier Wunden verloren hat von seinen 9, wird er quasi ziemlich wütend. Seine Moral ist nicht mehr 2, sondern unendlich. Und man kriegt das Keyword Sturmangriff. Das ist natürlich schon ein bisschen interessant, sage ich mal. Einfach weil anders, also wie gesagt, die Rebellen-Agenten-Version, die kann natürlich, die hat das ja auch. Die hat ja genau dasselbe hier. Oh, ich werde wütend und so, krieg jetzt Sturmangriff, hab unendlich Moral. Und unendlich Moral ist ja meistens eher ein Nachteil. Man kriegt ja keine Suppression-Tokens mehr, wenn man diese unendlich Moral hat. Und dadurch hat man dann keine bessere Deckung. Und das heißt, man stirbt halt eher mehr. So doof das halt klingt. Und viel Sterben ist halt auch irgendwie dann doof. Aber er ist halt ein Commander und kein Agent. Das heißt, mit Suppression, das stört auch hier ein bisschen weiter. Aber dadurch, dass man dann halt diese Unendlichkeitsbubble halt hat an Moral, kann halt auch in Reichweite 1 bis 3 zu Chewbacca halt, solange er halt wütend ist, nichts paniken. Was ganz interessant ist. Würde mir jetzt nicht sagen, dass es halt der Grund ist, Chewbacca halt mitzunehmen, wahrscheinlich halt nicht. Aber es ist eine interessante Sache. Ja, dann hat er genauso wie der Rebellen Chewbacca halt jetzt erneut das Scale-Keyword, das man ein bisschen bei den Geländeteilen halt mitspielen kann, dass man da hochklettern kann und dann bewegen, klettern quasi kombinieren kann und auch nicht Gelände verlangsamt wird. Ist eine tolle Regel, sieht man super gerne auf Chewbacca. Was bei ihm dann jetzt, gut, fangen wir so an. Was bei ihm halt nochmal anders ist, er hat halt der Rebellen Chewbacca hat quasi der Guardian 3 für
alle Einheiten. Hier haben wir jetzt ein bisschen was Neues. Quasi ein neues Keyword, und zwar haben wir Guardian 2 für Commander-Einheiten. Das heißt, man kann jetzt nicht jede andere Truppler-Einheit, wie es sonst üblich ist, mit Guardian beschützen, sondern der Chewbacca hier kann mit Guardian nur andere Commander beschützen. Also im Endeffekt, er hat nur einen anderen Commander, weil man hat ja nur zwei Commander in seinen Slots, ne? Deswegen kann man dann halt das andere Modell dort beschützen, da halt immer zwei Treffer auf Chewbacca legen. Sieht halt, der ist halt direkt ein bisschen geplant, natürlich für mit Yoda zusammen, und so Treffer von Yoda runternehmen, der halt auch nur 5 Lebenspunkte hat, klar, den besseren Safe und so, dann nimmt man aber, nimmt man ganz gerne runter. Zusätzlich hat er natürlich, weil sonst der Rebellen-Chewbacca hat natürlich Teamwork Han Solo gehabt, das funktioniert hier natürlich halt nicht, weil Han Solo noch nicht ganz für die Republik gearbeitet hat. Dafür quasi als Ausgleich hat der Chewbacca hier zuverlässig 2 gekriegt. Das heißt, zum Start der Runde kriegt der gute Chewbacca 2 Search-Token, was ihm offensiv natürlich nicht ganz so viel bringt. Aber für die Defensive macht das halt so seinen 6er Safe auf seinen 9 Lebenspunkten durchschnittlich mit den 2 doch eher auf einen 5er Safe. Und das verlängert sein Leben dann doch nochmal deutlich, wenn man quasi einen 100% besseren Safe hat. Ja, da braucht man halt im Schnitt halt nicht 12 Treffer oder 12 Treffer durch Deckung durch, um Chewbacca halt rauszunehmen, sondern dann braucht man halt auf 9 werden dann 3 gesaved. Ne? Nee, vorher wurden auf 9 6, anderthalb, genau, ja. Ah, ich werde langsam müde, egal. Ja, das ist verlängert auf jeden Fall sein Leben halt deutlich, sodass man, wenn man ein Drittel halt davon safe, man muss 9 Saves machen, davon schafft man dann 3. Ja, schon 3, das heißt, man muss über 12 Treffer machen. 12 Treffer, ein Drittel, schafft man 4, ist er tot. Ja, okay, genau. Oh Mann, das ist jetzt ein super gutes Live-Rechnen-Gedöns, ne? Habt ihr gut mit dabei gehabt jetzt. Habe ich gut gemacht. Ja gut, aber es verlängert sein Leben halt einfach deutlich. Und wenn uns gleich die 2 FF ankommt, dann wird das nochmal super interessanter. Also gut, ja, wie gesagt, sehr, sehr interessant halt so, dass sie es hier so mit eingebaut haben. Chewbacca spiele ich bei den Rebellen sehr, sehr gerne, muss ich sagen, weil der halt sehr cool halt so Mandos beschützen kann und auch andere Wookies oder Tauntauns so am Leben hält. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr andere gute, wertvolle Einheiten halt gibt, wo man auch gar nicht verhindern kann, dass die halt immer beschossen werden. Ja. Hier bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie begeistert ich davon halt sein soll, ne? Weil Commander beschützen oder nur die Fähigkeit, Commander zu beschützen, ist halt sehr, sehr doll eingeschränkt. Und ganz, ganz oft möchte man halt nicht, dass die Commander beschossen werden, und probiert das eh zu vermeiden, so dass diese Fähigkeit quasi noch mal ein bisschen seltener zum Tragen kommen wird, wahrscheinlich. Ja, aber gucken wir uns mal seine 2er-Pip an, die ist wirklich, wirklich witzig. Seine 2er-Pip ist die, ne, wie beim Rebellen hat er quasi seine Pip-Karten, sind immer mit einem anderen, Charaktermodell quasi zusammen verbunden. Hier natürlich offensichtlich mit Yoda zusammen. Die beiden sind ja gute Freunde und kennen sich schon ein bisschen länger. Und die Karte ist Size Matters Sometimes. Super witzig hier mit der Einser-Pip von Yoda und so. Und dieses Artwork, um Gottes Willen, haben sie sich dabei gedacht. Super, super witzig. Der Befehl geht natürlich an Chewbacca und Yoda. Und der Effekt ist einfach nur verrückt, und was man damit alles machen kann, wage ich mir auch hier noch gar nicht vorzustellen. wirklich nicht. Also, wenn Chewbacca in Reichweite 1 ist von einem befreundlichen Yoda, kann man diesen Yoda in Base-Kontakt mit Chewbacca stellen. Keinerlei Beschränkung, außer dass Yoda in Reichweite 1 zu Chewbacca sein soll. Das heißt, Yoda, egal ob er jetzt im Nahkampf ist, ob er Kisten aufgenommen hat oder eine Geisel trägt oder sonst was, der wird jetzt in Base-Kontakt mit Chewbacca teleportiert, sage ich mal einfach. Ja. Wenn man das macht, kann Yoda diese Runde keinerlei Moves performen. Ja. Aber nachdem Chewbacca moved,
wird Yoda wieder in Base-Kontakt mit Chewbacca gestellt. Heißt im Endeffekt, ne, also Yoda wird halt getragen von Chewbacca, wie man es auf der Karte die halt sieht. Ne? Yoda bewegt sich diese Runde halt nicht, sondern wird halt von Chewbacca von A nach B getragen und dann kann sich diese Runde der gute Yoda halt nicht bewegen. Ist halt so ganz witzig, sollte man irgendwie Burst of Speed gemacht haben und dann auf Bewegung 0 runtergehen, dann spielt man diese Karte hier und dann kann sich Yoda zwar eh diese Runde nicht bewegen, aber braucht er gar nicht, weil Chewbacca ihn woanders hinträgt. Super witzige Idee. Na, dann, solange Yoda quasi diese Runde halt im Base-Kontakt ist mit Chewbacca, kriegt Chewbacca Deflect. Okay. Das heißt, er kann Schüsse zurückblocken und kriegt halt, wenn er einen Dodge-Token hat, dieses Block-Convert. Er kann Yodas Dodge-Token ausgeben. Klar, Yoda kann ja, sehr das Coole, Yoda wird diese Runde ja wahrscheinlich auch dann auch, wenn er irgendwie Base-Kontakt irgendwelche Angriffe halt machen und kriegt dann Dodge-Tokens und so und ich kann Chewie dann ausgeben, kriegt den roten Verteidigungswürfel statt dem weißen und das mit Reliable und Dodge-Tokens ausgeben, hat er dann auch den 3-plus-Safe oder Guardian benutzt. Hat er diese Runde, hat der gute Chewbacca im Endeffekt einen 3-plus-Safe statt seinen 5-plus-Safe. Nicht nur, dass man dieses lustige Teleportieren und sowas halt hat und Yoda dann schneller nochmal irgendwo anders halt hinbringen kann, weil Chewie ja auch Scale hat und sowas. Nein, diese Runde wird Chewbacca auch ultimativ tough mit seinen neuen Lebenspunkten und dann den 3 plus Safe. Also, wenn man da nicht schon viele Wunden auf ihn raufgehauen hat, dann macht das diese Runde auf gar keinen Fall Spaß, wirklich viel auf Chewbacca zu schießen, weil da jetzt ein ganz schön guter Safe bei ist und man im Zweifel mit Deflect halt auch noch Schaden zurückkriegen kann. Also da wird es bestimmt, also da wird es bestimmt mal irgendwo verrückte Spiele geben, wie Yoda mit einem Geisel auf dem Rücken von Chewbacca sonst wohin abhaut und ja, stelle ich mir auf jeden Fall witzig vor. Man muss hierbei natürlich bedenken, dass Chewbacca und Yoda zusammen mit Ausrüstung halt schon gut über 300 Punkte kosten. Ne? Also, das schränkt natürlich ein bisschen ein beim Armeelistenbau, ne? Klone sind dann auch noch eine Fraktion. Also bei Rebellen und so wird es wahrscheinlich halt ganz cool gehen oder bei Separatisten. Aber Klone sind dann schon eher eine Fraktion, die ja aufgrund ihrer sehr doch teuren Einheiten im Core-Bereich und generell drumherum, die es jetzt nicht leicht haben, wenn zwei Modelle hier schon 300 Punkte wegnehmen, auf so eine hohe Aktivierungsanzahl zu kommen, dass daraus wirklich eine sehr, sehr runde Liste halt wird. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt Yoda und Chewbacca spielt und halt auch noch ein bisschen Fleisch drumherum haben möchte, schafft man es halt eher nicht auf über 9 Aktivierungen oder wenn überhaupt man es auf 9 schafft, nicht nur bei 8 bleibt. Ne? Auch wenn es cool ist. Also, ich möchte es jetzt halt nicht verschreien. Ich stelle es mir nur erstmal halt sehr, sehr schwierig vor, halt so zu spielen, dass es halt, dass man halt mögliche Fehler halt wirklich ausgleichen und vermeiden kann. Ja. Aber ist eine interessante Kombination. Ich werde es auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ach, jetzt zieht auch schon wieder so lange, ne? Ach, verrückt. Wir machen jetzt noch, wir haben in diesem Set auch noch 2 neue Trainings. Karten. Die möchte ich auch ganz kurz halt angehen. Sind jetzt nicht super doll spannende Sachen, aber es ist einfach cool, dass die auch da was Neues dazu gepackt haben. Dann haben wir einmal Into the Fray, Wookies, die von Ding runterspringen. Wenn eine feindliche Einheit in Reichweite 1 aktiviert, kriegt man 1 Zerstucken. Simpel. Mir fallen jetzt nicht ultra viele Einheiten an, die das halt brauchen oder haben wollen. Es gibt ein paar mehr Einheiten, wo ich mir sagen kann, okay, die finden das vielleicht rein defensiv ganz cool, sei es ein Versio, sei es ein Anakin, sei es ja, von mir aus auch ein Maul oder sowas, ne, die dadurch halt defensiv nochmal ein bisschen tougher werden. Ja, offensiv, die haben dann halt viele Einheiten Convert und die das ist halt auch die Sache, ne, wie viele Einheiten wollen halt wirklich denn groß in Reichweite 1 halt stehen, ne, vom Feind. Hier bei Wookies denke ich mir, ja gut,
Die haben schon den offensiven Konvert, ne? Und ob die jetzt defensiv den Sechser oder Fünfer Safe haben, finde ich jetzt meistens jetzt nicht so den riesen Unterschied. Gerade weil die ja einfach nicht durch ihren Safe leben, sondern einfach, dass die halt viele, viele Lebenspunkte haben. Ja, aber bestimmt so eine Garde findet sowas vielleicht ganz cool, aber wer doch andere Einheiten, das. Da weiß ich noch nicht, wen ich das alles geben möchte. Auch wenn ich die Karte cool finde, vielleicht kommt da auch noch was, wo die halt richtig, richtig scheinen wird. Die nächste Karte weiß man, denke ich, schon ungefähr, wo man die immer sehen wird. Das ist nämlich der Protektor. Blub. Für 5 Punkte kriegt man eine Tap-Karte bei den Trainingsslot und ist im Endeffekt für Guardian-Einheiten. Ne? Also, wir haben jetzt auch gar nicht so viele Guardian-Einheiten. Wir haben jetzt hier den Chewbacca, wir haben den Obi-Wan, wir haben die Garde. Ja, dabei sind wir halt gerade. Das sind die Einheiten, die selber Guardian haben. Und wenn man halt Guardian nutzt, kann man, wenn man diese Karte tappt, Crits canceln, als wären sie Treffersymbole. Das war immer ein kleines Problem, sag ich mal, bei Guardians, weil nur Treffer canceln konnte. Mit diesem Upgrade kann man auch Crits canceln. Und das Schöne ist, während der Endphase enttappt sich diese Karte automatisch. Also muss man die quasi wie bei Impulsive Befehle halt nicht nochmal selber erholen, wenn man nicht möchte. Kann man. Kann sie natürlich erholen und die Karte wieder zurückbringen. Und so kann man auch Crits dodgen und halt die wichtigen Einheiten, die es halt geht, dann noch länger und hoffentlich, solange es sein muss, am Leben halten. Ne? Also das ist halt echt ein, wenn man die 5 Punkte hat, ein cooles Upgrade auf einen Rebellen-Chewbacca oder halt, ja, vielleicht auch auf diesen Chewbacca hier, wenn man ihn spielt. Auf jeden Fall auch cool auf Obi-Wan und der Garde. Kann man drüber nachdenken, auf jeden Fall. Ich find's gut, interessant. Schön, dass das halt jetzt geht. Und man sieht ja eine Ahsoka drauf. Ich glaube, alle warten darauf, dass eine Ahsoka rauskommt. Sind wir ganz ehrlich. Und hier sieht man das erste Mal jetzt im Artwork halt auch eine Ahsoka. Ich denke, FFG, AMG müsste jetzt. Weiß es auch genauso. Ich denke, AMG weiß es jetzt. Und FFG hat ja noch diese Welle Design. Das war die letzte. War es die letzte? Auf jeden Fall war es die Abschlusswelle vom Alex Davy, die er designt hat. Und da haben sie sich jetzt nicht nehmen lassen, hier noch eine Suka, ja, reingehauen. Gut. Boah, ich habe jetzt auch schon sehr, sehr lange erzählt. Aber waren ja auch quasi zwei Einheiten Fuki in einem. Ich finde die Box toll. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel man diese Kombination von Chewbacca und Yoda halt spielen wird. Ich hoffe aber, ich konnte euch ein bisschen was drüber erzählen, wie ich das hier alles so meine Meinung erstmal ist von den Sachen. Und es war nicht zu langweilig, hier jetzt die knapp eine Stunde lang meine Stimme zuzuhören. Ist für mich jetzt auch schon spät geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ihr habt was gelernt und dann hören wir uns beim nächsten Mal.